Ja. Normalerweise feiere ich diese Hundeart überhaupt gar nicht. Diese kleinen Scheißer sind die ganze Zeit nur am Kläffen, aber Gabby, habt ihr gerade diesen Blick gesehen? Sie hat nur ein Ziel, und zwar die Meisterschaft heute. Let's go, Gabby! Unglaublicher Antritt hier! Oh shit, Jumper über das Hindernis. Durch den Tunnel durch, als ob es nichts wäre. Nächster Jumper, noch ein Sprung. Und wieder durch den Tunnel durch, Mann, Gabby! Wieso lässt du alles so einfach aussehen? Okay, die Wippe ist meistens für kleine Hunde ein Problem. Ich bin nicht für Gabby! Ich bin wirklich nur auf den letzten Slalom gespannt. Links, rechts, links, rechts. Oh mein Gott, es ist nichts! Nichts! Meine Fresse nochmal, Gabby und Andrea. Jetzt wow. Der Schubser. Oh mein Gott, was macht sie mit dem Hund, Digga? Chill mal, Andrea. Nichts! Meine Fresse nochmal, Gabby und Andrea. Wow. Oh mein Gott, was macht sie mit dem Hund, Digga? Chill mal, Andrea. Ey, Junge, ich fand das gestern so witzig, ne? Digga, der Beste war er hier, Junge. Der Beste war er hier. Komm jetzt, das Game. I don't understand, what are you saying? Ich bin Sarah Dilo und ich freue mich todes auf meinen Tag mit Nationalmannschaft. Attention, wir lernen heute Türkisch. Was bedeutet Orospecacikla? Das sagt man mir oft. Heißt es, du bist cool? Oh shit, nein, es heißt Hurensohn. Dankeschön, du Eschek. Ich weiß auch noch das Wort Teschekürla. Oh shit, du wurdest auch einfach nicht verarscht. Jetzt der Jara-Gag. Was war jetzt so lustig, Mister? Ich sag gar nichts. Ich kann doch schon Türkisch. Ich hab so einen großen Jaraka. Den hab ich nicht verstanden. Oh, okay. Du weißt schon, dass das hier eine Kindersendung Kinder ist, oder? Digga, seine Stimme ist so genäht, Digga. Ich kann mir so vorstellen, dass er wirklich so redet. Oh, okay. Oh, was war jetzt so lustig, Mister? Ich sag gar nichts. Ich kann doch schon Türkisch. Ich hab so einen großen Jaraka. Den hab ich nicht verstanden. Oh. Okay, du weißt schon, dass das hier eine Kindersendung ist, oder? Aber Hurensohn geht klar. Bei uns Türken ist das kein Ausdruck. Okay, sei nicht so ayıp. Ah, Digga, ich finde das so witzig. Scheiße, wir müssen davon noch eins gucken. Digga, Ripples, Junge. Thomas Abi meinte so zu mir. Bevor du nächstes Mal schießt, spiel Querpass. Ich knall ihn oben rechts oder oben links. Danach treffen wir beide uns wieder hier, machen einen stabilen Jubel. Vielleicht ein paar Fortnite-Tänze, was sagst du? Okay, so. But what about this side? What about when we... Wieso Englisch? Links, rechts. Ja. Also ich spiele den einfach einen und du machst den rein. Nein, nein. Einfach so. Ja, Digga, wie bei Inter. Du bist schon ziemlich krass. Ja? Also muss ich nicht mal schießen mehr. Ja, Mann. Okay, nice. Aber du bist safe da dann, ja? Wenn ich Querpass spiele. Ja, Mann, schieß einfach du nicht. First round. Und für beide Jungs ist heute der erste Fight. Viel Erfahrung haben sie nicht. Straight Jab in die Fresse. Und die letzten Punches sorgen dafür, dass der Ref dazwischen muss. Der Cousin war leider schneller weg als Ribéry von Galata damals. Olivia, was passiert da im Hintergrund? Der Ref hat den gefallenen Bruder am Schwitzkasten. Er will anscheinend nicht akzeptieren, dass der Kampf vorbei ist. Also muss der Ref höchstpersönlich den Kampf beenden. Der Cousin geht beim Karrierestart leider 0-2. Der Schiedsrichter hingegen sieht aus wie ein stolzer Vater, der seinem Sohn gerade eine Lektion erteilt hat. Wir bedanken uns fürs Einschalten und gehen zurück ins Studio. Monsieur Lionel, willkommen. Oh shit. Was geht, Cousin? Sprechen Sie Französisch? Nein. Oh, Lionel, komm her. Komm her, Dicker. Alles gut? Ja, Dicker, aber alle sprechen Französisch. Er sagt bienvenue. Ich sag, lass mal diese Französische. Wer braucht das? La Pablo. Pass auf deine Frau auf. Hey Mauro. Hey, wie geht's, Frau und Kinder? Halt dein Schnauze, okay? Alle haben geklatscht. Einfach schamlos. Und was aber Gerard? Gerard? Ja, der Peach hat auch geklatscht. Was geht der, Leo? Na, Sergio. Wir schlachten sie alle ab. Chill mal, Dicker, oder? Das meinst du, Mann. Klang schon ernst, ja? Ja, ich würde sie alle abschlachten. Kannst du Türkisch? Evet. Tamam, sag. Also, Juan Laporte bi Peach. Aussprache war stabil. Nichts von mir gelernt. Welcome, welcome zu den Speedball-Meisterschaften in Kairo. Und obwohl die Cousins den ganzen Tag am Fasten waren, sind die hier am Slappen, als ob es die Kabaddi-Show ist. Wow! Die Konzentration ist hoch, denn wenn der Ball zweimal rumgeht, ist vorbei. Wow! In letzter Sekunde! Und man merkt, der Onkel mit der Halbglatze, er will beweisen! Stell dir mal vor, dass dein Vater... Baba, kein Bock, diese Müll wegzubringen! Keine Bock! Vielleicht diese Terlik macht den Bock! Und so schnell wäre der Müll dann auch weg! Angeblich können diese Cousins Halal-Haki benutzen, die wissen komplett, wo alles hingeht, Digga! Und was passiert hier, Digga? Was stellen diese Cousins an? Jetzt muss vorbei sein, Digga! Aber Rückhand! Oha, Lord! Rückhand, diese Slow-Mo! Slow-Mo! Ins Studio! Baba! Die Slow-Mo, Bro! Oh, mein
mein Gott, die Slow-Mo, Digga. So was passiert dir, Digga? Was stellen diese Kollegen an? Jetzt muss vorbei. Ich sei, Digga, aber hoch. Rückhand. Oh, Alan. Woher kam diese Slow-Mo? Wir gehen zurück ins Studio. Baba, ist das Dicker Ronaldo? Genau so nennen wir ihn. CR Fett? Olim, chill mal, bevor man shirt. Ey, Mathieu, hey. Guck mal da. Wo? Da hinten, Olim. Du kleiner Pitch, hast mich vergessen, oder was? Baba, es ist Frodo. Eigentlich, man schlägt keine Kinder, aber du hast verdient. Hat er verwechselt mit Herr von Ringe? Digga, dieser kleine Junge ist zu frech, ich sag dir. Baba, warte, ich bin groß wie Hobbit. Welcome, welcome, meine Freunde, zur Westminster Dog Show. Mit Rudy the Bulldog hat Deborah Perkins wahrscheinlich den untypischsten Hund für die Kategorie Beweglichkeit. Aber never judge a book by its cover, Männer, jetzt geht's hier los. Und viele Leute dachten sich, was macht die Bulldogge hier? Aber Rudy erinnert so ein bisschen an Primer Hilton, wie er hier überall durchflitzt. Oh, jetzt macht Deborah einen großen Fehler. Sie macht ihre Beine auf. Die ersten 5 Fehlerpunkte gehen also auf Deborahs Nacken. Boah, das war knapp. In letzter Sekunde noch auf die Wippe rauf. Rudy bleibt im Game. Jetzt nochmal der Endspurt. Slalom. Oh, mach doch mal die Dinger ein bisschen breiter, Männer. Wie unfair. Eine Riesenüberraschung, die Rudy hier heute gebracht hat. From Australia, Ohio, Rudy the Bulldog. Okay. Letzte Mal. Dieser Präsident von Barcelona ist ein richtiger Peach. Weißt du, er sagt zu mir... Er sagt zu mir, Leo, mach dir keine Sorgen um Geld. Ich wollte nur eine Null mehr. Aber dieser Peach will lieber Depay haben. Dieser Peach. Er will Antoine Griezmann. Und dieser Junge hat nur Fortnite gespielt. Vielleicht ist es besser. Vielleicht ist es besser so. Digga, warum klatscht ihr jetzt alle? Ich hab diesen Verein... Egal, klatscht ihr kleinen Hunde. Oh man, ey. Funny shit. Alters! Ist es er selber? Ich glaube schon, oder? Holy shit, danke für den Sub. Bro, dickes Papa in Chat, für Splash, Bruder, und für Michi. Danke, Mann. Kuss. Porkers. Ey, King, Bruder, danke, Mann. Vielen Dank, Mann. Danke für die 5 Subkits, Bruder. Ich küsse deine Augen. Vielen Dank, Mann. Oh, Mann, ey. Beste Mann.